Hallo und herzlich willkommen im Küchenstudio vom kleinen Ben mit dem großen Tisch. Wie war jetzt der Fachbegriff, auf den wir uns geeinigt hatten, wie dieses Küchenobjekt hier heißt? Arbeitsoberfläche? Ja, irgendwie so. Ja, egal. Jedenfalls der dritte Teil meiner Futtertrilogie für Trekkingtouren. Und ich hatte versprochen, dass wir erstmal noch über ein paar Dinge reden, die generell von euch noch kamen, die ich noch als anmerkungsbedürftig angesehen habe. Das wäre zum einen, da lege ich jetzt einfach gleich mal mit los, ne? Wir mischen uns nachher noch ein Trekkinggericht zusammen. Also da kommt so ein bisschen jetzt der praktische Teil. Aber wie gesagt, erstmal ein bisschen die Anmerkungen von euch. Und zunächst mal, Milchpulver gibt es auch vegan als Sojamilch, Hafermilch, schieß mich tot Pulver. Also da gibt es durchaus Alternativen, die zum Beispiel mit Milchzucker nichts anfangen, für Leute, die mit Milchzucker nichts anfangen können oder nicht wollen. Auch das ist ja legitim, darf ja jeder gerne essen, was er möchte, und was er eben nicht möchte, muss er auch nicht, ne? Und das einfach nur der Vollständigkeit halber. Dann ein sehr wichtiger Kommentar, der mir ein bisschen untergegangen ist. Man kann in so ziemlich jedes Gericht, das man unterwegs zubereitet, noch einen Schuss Öl reinschmeißen. Hinterher. Das heißt, man hat auf Tour noch ein Fläschlein mit Öl, ein Öl, was einem halt liegt, irgendein super fancy Olivenöl von mir aus. Ich persönlich stehe auf Distelöl, aber kann ja jeder, wie gesagt, das Öl, was einem persönlich liegt, und das in so ziemlich jedes Gericht noch einen Schuss reinhauen. Das braucht etwas Überwindung, gerade wenn man zum Beispiel versucht, daheim, also bei Normalversorgungsküche, eher kalorienbewusst zu leben, weil man es nötig hat, weil man sonst bald ja die Kugel machen kann, ne? Und dann eben versucht, mit möglichst wenig Öl Dinge anzubraten und so weiter, dann kann ein Gericht, das extra Öl enthält, geschmacklich erstmal sowas sein, wo man sich normalerweise denken würde, das kann ich ja nicht essen, das ist ja furchtbar fettig. Und ja, das ist letzten Endes ja genau das, was wir auf Tour haben wollen. Vielleicht noch einmal kurz zum Überblick, weil es jetzt doch auch schon wieder ein Momentchen her ist, für eine effiziente Tourenverpflegung, also möglichst viele Kalorien für Gewicht mitnehmen. Gilt, nimm ein bisschen Kohlenhydrate, weil die kann halt der Körper schnell umsetzen und benötigt einen gewissen Anteil von Kohlenhydrate für die zum Teil recht anstrengende Wandertätigkeit, die man auf einer zum Teil sehr anstrengenden Wanderung durchführt. Kommt auch darauf an, wie viel Gepäck man dabei hat. Je schwerer das Gepäck, desto höher sollte übrigens der Kohlenhydrateanteil sein. Das habe ich letztes Mal nicht so weit ausführlich ausgeführt, deswegen kann man das ja jetzt vielleicht nochmal kurz erwähnen. Also, grundsätzlich gilt, vom Halbmarathon bis zu sehr gemütlichem Spazieren gehen hat unser Körper logischerweise irgendeine entsprechende Herzfrequenz, je nachdem wie stark man sich anstrengt. Ja, und da gibt es tatsächlich eben aus dem Ausdauersport den Begriff O2 Max. Das ist also der maximale Sauerstoffverbrauch, den dein individueller Körper haben kann. Das müsste man also jetzt jeweils messen für jeden von uns, der das wissen möchte. Und der geht mit der maximalen Herzfrequenz, HF Max, einher, die eben die Herzfrequenz ist, die man in seinem aktuell halbwegs trainierten oder halt gar nicht Zustand haben sollte, um eine bestimmte Beanspruchung des Körpers über so und so viel Zeit auszuhalten. Jetzt bin ich halt kein Sportwissenschaftler, aber das ist tatsächlich so die gängige Methode, wie man den Belastungsgrad einer individuellen Person angibt, indem man eben mal guckt, was hat denn die für eine maximale Herzfrequenz. Das sollte man, je nachdem wie alt die entsprechende Person ist, bei der man die maximale Herzfrequenz ermitteln will, besser in Anwesenheit eines Arztes tun. Für junge Menschen unter, keine Ahnung, 25, ist das kein Problem. Die rennen halt einfach, bis sie wirklich aus dem Latschen kippen, und messen dann mal den Puls, und dann haben sie wahrscheinlich eine recht gute Annäherung an die maximal mögliche Herzfrequenz, die ihr Körper so erreichen kann, ohne dass bleibende Schäden entstehen. Wie gesagt, wenn man das in fortgeschrittenem Alter macht oder bei Vorbelastung, Krankheit etc. pp., dann sollte man das vielleicht eher unter ärztlicher Aufsicht machen. Wenn die 85% beträgt des Maximums, dann hältst du das je nach Trainingszustand nur ein paar Minuten
oder vielleicht Viertelstunde, halbe Stunde, sowas in dem Dreh, höchstens aus, je nach Trainingszustand. Also ich ein paar Minuten, super trainierte, vielleicht eine halbe Stunde, irgend sowas in dem Dreh. Und in diesem Zustand, wenn man diese körperliche Beanspruchung durchführt, also irgendeine Tätigkeit, bei der man kurz vor seinem maximalen Puls, bei dem man zusammenbricht sozusagen, unterwegs ist, ja, dafür brauchst du nahezu fast nur Kohlenhydrate, beziehungsweise fast nur kurzkettige Kohlenhydrate, sprich Zucker. Bedeutet, wenn du sowas vorhast auf deiner Tour, ja, das regelmäßig zu tun, dann solltest du deinen Tourenproviant entsprechend so anpassen, dass dieser bitte auch viel Zucker enthält, weil du genau den dann verbrauchst. So nach dem Grundsatz ist das, was du auch verbrauchst. So, je geringer jetzt die Herzfrequenz ist bei der Tätigkeit, die man durchführt, und da ist man bei Wandern so irgendwas mit Rucksack von mir aus bergauf bei maximal 50, sollte zumindest nicht höher sein, aus Gründen, dass man ja den ganzen Tag das machen muss, häufig so bei 35% des absoluten Maximums, was da möglich ist. Und das hängt natürlich jetzt auch wieder sehr vom Individuum ab, ne? Also jemand, der zum meisten Mal in seinem Leben, nachdem er 8 Monate auf dem Sofa mit Kartoffelchips verbracht hat, mal wieder vor die Tür geht, bei dem wird 35% der maximalen Herzfrequenz letzten Endes für ihn individuell dieselbe Leistung für sein Herz sein, wie jemand anders, der 35%, der durchtrainiert ist, seine Herzfrequenz bringt. Der Unterschied liegt dann in der Praxis darin, dass unser Kartoffelchips-Fanatiker eben mit, keine Ahnung, 1,5 km/h gemütlich vor sich hin wackelt, was auch nicht schlimm ist. Das darf man so machen. Das ist überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Das kann man schon, ist eben seine eigene Angelegenheit. Und unser Durchtrainierter, der wird halt bei 35% seiner maximalen Herzfrequenz schon joggen, locker, gemütlicher Dauerlauf, irgend sowas in diese Richtung, ne? Und da ist es halt unterschiedlich. Aber wenn wir uns ungefähr in diesem Bereich der 35% bewegen, dann empfinden wir eine leichte Anstrengung, ja? Also wir haben das Gefühl, im Regelfall kann man das so übersetzen mit, man könnte sich bei dieser Tätigkeit noch mit kurzen Sätzen unterhalten. Also vielleicht kannst du nicht unbedingt einen riesen Vortrag halten ohne Punkt und Komma, aber ein normales Gespräch, einen Dialog, der auch von beiden Personen durchgeführt wird, das müsste unter dieser Belastung noch möglich sein. Und solange man das noch machen kann, dann ist man im Regelfall nicht über diesen 35%. Je nachdem, wie lahm oder schnell man sich dann bewegt, das hängt vom persönlichen Konditionslevel ab. So, und ist man in diesem Bereich unterwegs oder geringfügig darüber, dann braucht der Körper tatsächlich in einem Verhältnis von etwa 80 zu 20, je nachdem, ist auch wieder individuell ein bisschen unterschiedlich, und nur ganz, ganz grob von mir aus, lass es auch 70 zu 30 sein, je nachdem, wo wir uns in diesem Spektrum bewegen, Fett zu Kohlenhydraten, also deutlich mehr Fett als Kohlenhydrate. Weshalb es auch keine gute Idee ist aus der Sportmedizin, wenn man abnehmen möchte und dann wie ein Bekloppter in der Gegend rumrennt, weil man der Meinung ist, da würde man am meisten Kalorien verbrauchen. Das stimmt auch, man verbraucht da am meisten Energie pro Zeit, Energie in Form von Kalorien, ja, aber halt eben größtenteils nur Zucker. Andererseits, wenn der Zucker hinterher alle ist und man dann irgendwo völlig fertig auf der Parkbank rumlümmelt, dann verbraucht man dann Fett, wenn der Zucker eben entsprechend, wie gesagt, leer ist. Das Blöde ist nur, dass der Körper im Regelfall, außer man hat da spezielle Kniffe, die sich in die Ketose bewegen, angewendet, aber das braucht uns jetzt auch nicht interessieren, das ist nur was für Spezialisten, oder halt Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen. Ich habe immer mal wieder 2, 3 in den Kommentaren. Aber für einen Normalverbraucher ist das erstmal unwichtig. Das heißt, wir brauchen immer einen gewissen Anteil von Kohlenhydraten, um unser Fett vernünftig verdauen zu können. Bedeutet, wenn du von Fett lebst oder einem hohen Fettanteil, dann brauchst du trotzdem noch ein paar Kohlenhydrate. Wie gesagt, sonst funktioniert das mit dem Fettstoffwechsel so erstmal nicht. Außerdem, unser Gehirn kann nicht von Fett allein versorgt werden. Das heißt, kann es schon, aber da muss es sich lange drauf vorbereiten. Da haben wir wieder diese Ketose, aber egal. Das heißt, ein bisschen Zucker brauchen wir fürs Hirn, schlicht und ergreifend. Und drum ist so ein Verhältnis von für die Tätigkeit, die der Wanderer durchführt, in der Frage, wie viel Fett zu Kohlenhydrate man denn auf Tour mitnehmen sollte, von, na, ich sag mal 30-70, also 30% Kohlenhydrate, 70% Fett, theoretisch optimal. Ob man das dann runterbekommt, das ist nämlich geschmacklich durchaus so eine Sache. Es gibt Lebensmittel, die haben diese Verteilung und schmecken gut, Macadamia-Nüsse beispielsweise.
Weise. Ne? Es gibt Lebensmittel, die haben diese Verteilung und schmecken halt furchtbar fettig. Und da muss man sich halt rantasten, beziehungsweise für sich selber ein bisschen rumexperimentieren, ob einem das jeweils schmeckt und ob man damit was anfangen kann. Und ich persönlich habe Schwierigkeiten mit so richtig fetten Fettgehalten in meinen Trekkingfuttern, die ich mir zusammen mixe, was wir dann nachher ja wie gesagt noch schnell tun werden. Und ja, das wäre besser eigentlich, wenn ich da mehr Fett in Anführungszeichen vertragen könnte. Ja, aber ist halt leider nicht der Fall. Dafür bringe ich vielleicht ein bisschen mehr Körperfett mit auf eine Tour, als das so ein Durchschnittswanderer. Also für die lange Trekkingtour zumindest, da ist der Durchschnittswanderer eher ziemlich durchtrainiert. Da bin ich eher unfit, überdurchschnittlich unfit im Vergleich zu dem, was man sonst so auf dem Weg auf zum Beispiel im Kungsläden oder Ähnlichem trifft. Würde ich mich schon eher als unterdurchschnittlich durchtrainiert ansehen wollen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass man halt eben noch ein bisschen Körperfett mit sich herumschleppt, kann man ja auch ein größeres Kaloriendefizit während der Tour vertragen. Bist du jemand, der nur aus Muskeln und ein bisschen Haut und vermutlich noch Knochen besteht, dann hast du halt nicht viel Körperfett, das du während der Tour verbrauchen kannst. Und musst dann halt gucken, dass du dann größere Portionen mit dir rumschleppst, damit du nicht während der Tour zu viel Fett verlierst. Während ich wirklich 14 Tage problemlos mit einer 400 Gramm Tagesration, also insgesamt 400 Gramm Nahrungsmittel pro Tag, rumlaufen kann und dann halt trotzdem nur in Anführungszeichen irgendwie 4-5 Kilo leichter nach Hause kommen. Nicht, dass das dauerhaft wäre, ne? Das hat man schnell wieder drauf, da hatten wir schon drüber geredet, aber das ist einfach hier nochmal so ein kleiner Knackpunkt, den man dabei so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Warum habe ich überhaupt ein Blatt Papier, wo nichts draufsteht? Das ist dann nachher zum Ausrechnen. Ich persönlich mache es gerne so. Das ist auch nochmal so ein genereller Tipp, wenn ich mir eine Tourenverpflegung zusammenbaue, dass ich bei den einzelnen Mahlzeiten, die ich baue, ein bisschen aufschreibe, was ist denn da jetzt eigentlich drin und dann grob mir merke für die Tour oder es halt auch nochmal schriftlich festhalte, wenn ich jetzt die Portion esse, die kann man ja durchnummerieren, was hat man sich alles für Mahlzeiten gebaut, damit man grob weiß, was ist denn da jeweils drin. Hat man zum Beispiel einen Tag, wo man das Gefühl hat, jetzt brauche ich heute besonders viel Eiweiß, dann nimmt man halt eine eher eiweißreiche Portion. Hat man einen Tag, wo man besonders satt werden möchte, wo man einfach eine große Menge essen will, egal ob die jetzt besonders viele Kalorien hat oder nicht, da bietet sich Kartoffelpüree an. Kartoffelpüree ist mit so die größte Menge Essen pro Gewicht, also da hat man einfach viele Löffel, die man konsumieren kann und das gibt ein gutes Gefühl, einfach weil man dann den Magen gefühlt relativ voll bekommt. Ne? Mit einer Handvoll Nüsse hast du wahrscheinlich die gleichen Kalorien, aber hast halt den Magen bei weitem nicht so voll und damit kann man so ein bisschen das Hungergefühl austricksen. Das sind auch nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Ja, aber zurück zu den Dingen, die ihr mir eben noch geschrieben hattet, die ich noch ergänzend wollte. Also das eine war die Sache mit dem veganen Milchpulver in Anführungszeichen. Dann eben die Flasche Öl, die man dabei haben kann, um so ziemlich in jedes Gericht unterwegs nochmal Öl reinzukippen. Wichtig beim Zusammenstellen eines Gerichtes, also wenn man sich jetzt verschiedene Pülverchen... das ist kein Pülverchen, aber egal, verschiedene Dinge in einer Schüssel zusammenrichtet, um die dann in eine Tüte reinzumachen letzten Endes und das so mitzunehmen. Dann sollte man in die Trockenmischung einer Trekking-Mahlzeit, die man sich selbst zusammengestellt hat, niemals einen großen Fettanteil in Form von flüssigen oder leicht verderblichen Fetten reinpacken, weil, naja, die werden halt schnell ranzig. Beziehungsweise kann man schon machen, aber dann muss man halt wissen, dass man das innerhalb von wenigen Tagen verzehrt oder in der Arktis unterwegs sein. Ne? Einfach bei super niedrigen Temperaturen, da ist dann auch schon völlig egal, weil der Kühlschrank ist omnipräsent sozusagen. Ne? Aber für normale Temperaturen, wo die meisten von uns unterwegs sein werden, ist das schon so ein Thema. Deshalb eben das zusätzliche Öl, das man mitführt in einer Flasche und bloß nicht in der Glasflasche, bitte eine Kunststoffflasche, einfach aus Gewichtgründen und da abgesehen davon, dass die nicht so schnell kaputt gehen kann. Das heißt, die kann schon auch kaputt gehen, aber dann bricht sie wenigstens nicht in viele Scherben und ihr habt die ganze Soße im Rucksack. Da müsst ihr nämlich euren Rucksack ausnuckeln, um an eure Kalorien zu kommen und das ist nicht schön. Ja, und das wäre also noch so ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Generell
Wer bestimmte Sachen nicht mag, muss ich halt nach was anderem umgucken. Und grundsätzlich ist es auch kein großer, schlimmer Fehler und ein Verstoß gegen irgendeine Regel, wenn man halt ein bisschen mehr mitnimmt oder tatsächlich die komplette Tour einfach nur in Form von einem Schinken, einer fetten Salami, einem großen Stück Käse und dann halt tatsächlich noch ein mitgeschleiften Brot, das eine Weile halten muss. Und ja, da muss man also eben einfach da ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich geht das schon auch, möchte ich jetzt nochmal betonen. Außerdem gab es noch ein paar Kommentare, warum ich denn so eine lange Einleitung, was überhaupt Trekking ist, beim ersten Teil dieser Reihe gemacht habe. Das möchte ich auch noch mal kurz erklären. Das ist einfach, um Kommentare wie ich nehme am liebsten ein Butterbrot mit auf ein Minimum zu reduzieren, weil für eine super lange Trekking-Tour, und deswegen wollte ich das eben vorher noch erklären, was ich mir unter Trekking vorstelle, kannst du halt nicht für 14 Tage Butterbrote schmieren und mit dir herumschleifen. Ne? Und da es trotzdem solche Kommentare gab, bin ich jetzt doch ganz froh, einfach für meine persönliche Nicht-Genervtheit diese recht lange, ausführliche Einführung gemacht zu haben, um erstmal zu klären, um was für eine Art von Tour es sich hier überhaupt handelt. Habe ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal erwähnt. Ne? Einfach nur für den Fall, dass das nicht mehr ganz präsent sein könnte oder jemand einfach nur diesen Teil guckt, beziehungsweise eben nur den zweiten, wo ich es dann nicht erwähne. Da stehen dann auch die entsprechenden Kommentare. Gut, ja, das waren jetzt also so die wesentlichen Dinge, die ich noch erwähnen wollte. Eine weitere sehr gute Alternative zu den anderen Zutaten, die wir im zweiten Teil angesprochen haben, ist Hirse. Völlig Wurst, ob das jetzt Bio-Hirse oder sonst was für eine Hirse ist. Was anderes als Bio-Hirse kriegt man fast nicht auf dem Markt, habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Und Hirse ist ein uraltes Getreide, also wirklich sehr alt, wurde von uns Menschen schon seit, ja, ein bisschen nach der Jungsteinzeit angebaut, und das ist nicht übertrieben, und zeichnet sich dadurch aus, dass es ähnlich wie Mais eben eine besonders hohe Photosyntheserate, zumindest in den meisten Klimazonen auf der Nordhalbkugel, haben kann. Ist also ein sehr effizientes Getreide, ist relativ genügsam. Leider ist der Ertrag pro Fläche, obwohl es eigentlich schnell wächst und eine hohe Photosyntheserate hat, meistens nicht so richtig überzeugend, und scheinbar ist es geschmacklich auch irgendwie nicht mehr in. Für unsere Zwecke ist es aber hochgradig interessant als Trekkingfutter. Man kann aus Hirse übrigens einen wunderbaren Couscous machen, also nicht einfach nur Weizen-Couscous, also Hartweizengrieß-Couscous machen, das ist ja der Standard-Couscous, den die meisten von uns kennen. Früher gab es eigentlich nur Hirse-Couscous, ne? Das ist eines der ältesten, ja vielleicht nicht der ältesten, aber ein sehr verdammt altes Gericht der Menschheit, wenn auch vielleicht nicht unbedingt in Deutschland. So, und so ein Hirse hat 360 Kalorien pro 100 Gramm, das ist ein bisschen zu wenig, genau 40 Kalorien pro zu wenig, dass die in den grünen Bereich der sinnvollen Trekking-Lebensmittel von 400 plus Kalorien pro 100 Gramm reinreicht. Aber, und das wollte ich nochmal betonen, der Eiweißanteil ist eine Nummer, nämlich der hat 11 Gramm. Ja, also 11 Gramm ist für ein gleichzeitig sättigendes und insgesamt doch kalorientechnisch ganz gutes Lebensmittel ein sehr, sehr guter Eiweißanteil. Da kommen die meisten Bohnen beispielsweise nicht dran, die auch einen sehr guten Eiweißanteil, oder Linsen auch einen guten Eiweißanteil, aber halt eben nicht so viel Kalorien. Und da ist Linsen schon, Hirse ist da ein ziemlich guter Kompromiss. Ja? Also die wollte ich einfach nur noch mal erwähnt haben. Schmeckt lecker, hat so eine ganz leichte Nussigkeit, gut herzhaft verzehren, also da irgendeine fancy würzige Soße dran machen. Geht aber auch süß. Ja? Also Hirse Couscous mit Zucker und Zimt. Simpelste, was geht. Ja? Oder Vanillesoße drüber kippen. Theoretisch. Der gute alte Vanillepudding von Dr. Oetker, also der wirklich alte, der gefühlt vor dem Krieg bereits verkauft wurde und eine der ersten Fertigmahlzeiten, wenn man das so nennen möchte, der Geschichte überhaupt gewesen ist, den kann man auch wunderbar auf Trekkingtour verwenden. Man braucht natürlich eine Menge Milchpulver, um das Zeug dann jeweils anzurühren. Rein in Wasser geht nicht, aber das sind so winzige Päckchen, ihr erinnert euch. Ne? Also das, was ihr als Kind vermutlich irgendwann mal von eurer Mutter angerührt bekommen habt und als Vanille- oder Schokopudding, je nachdem, die beiden Geschmacksrichtungen gibt es meines Wissens, die sind wirklich uralten Dinger, unveränderte Rezeptur seit 1850, nein, ganz so alt jetzt auch wieder nicht, aber seit 1950 bestimmt. Und das wäre auch nochmal eine mögliche Süßspeisensoßen-Alternative, wo man zum Beispiel das einfach über die Hirse kübelt und noch zwei Löffel Öl dran kippt.
Aber aus Effektivitätsgründen wäre es wirklich tatsächlich gar keine schlechte Idee. So, was habe ich noch vergessen? Ich wollte euch letztes Mal, hatte ich kurz erwähnt, das sind diese Suppenfleischklößchen, die hatte ich kurz erwähnt, aber ich hatte keine Dose da. Ich habe jetzt wieder welche. Das ist so ein bisschen ein Guilty Pleasure Food. Das Konzept wollte ich auch noch mal kurz erklären. Neben den hocheffizienten Nahrungsmitteln, die wie gesagt entweder einen hohen Eiweißanteil oder eine hohe Kaloriendichte haben, um dann würdig zu sein, auf Tour mitgenommen zu werden, kann man natürlich noch so ein paar persönliche Lieblingsprojektchen mitnehmen. Und in meinem Fall ist das halt eben Fleisch und das habe ich im Regelfall die letzten Jahre dabei gehabt in zwei Formen, in drei Formen, entweder als Salami oder als diese Dosen. Ja, die sind natürlich scheiße, da muss man natürlich eine Tour machen, wo man auch mal am Mülleimer vorbeikommt und seinen mitgenommenen Müll, den man natürlich nicht im Wald liegen lässt und so weiter, auch mal unterwegs während der Tour entsorgen kann. Ein Mülleimer ist häufiger als Nahrungsmitteleinkauf-Etablissement genannt Markt oder Supermarkt oder Lebensmittelgeschäft. Ich glaube, das ist der beste Name dafür. Aber das ist halt schon kaloriengewichtstechnisch blöd, das ist einfach zum Lecker. Ja. Meine Frau hatte mal auf einer Tour Geburtstag, ich habe hier auch einen Dosenkuchen mitgeschleppt und damit sind wir bei den, das habe ich auch als Requisite für Nahrungsmittel aus Dosen. Ja. Dosen sind halt verpackungsmäßig das Schwerste, was du mitschleifen kannst. Die wiegen jetzt zwar nicht unendlich viel, das sind ja nur Aludöslein und im leeren Zustand wissen wir alle, ist eine Konservendose jetzt nicht gerade das Schwerste der Welt, aber wenn du da ein paar von dabei hast, ist es schon problematisch und das Volumen spielt natürlich auch nochmal eine größere Rolle. Da kommt es halt auch drauf an, hat man sowieso einen großen Rucksack und Volumen ist gar nicht so sehr das Thema, dann ist das vielleicht eher machbar, hat man einen Ultraleicht-Rucksack und Volumen ist sehr wohl ein großes Thema, mal abgesehen vom Gewicht der Sachen, das Gewicht ist immer ein Thema, ja, zumindest ein kleines oder ein mittleres oder halt eben sehr großes, je nach persönlicher Tracking-Philosophie. Aber dann ist so eine Dose halt blöd, weil sie im leeren Zustand halt immer noch Volumen verbraucht. Ja. Und ja, aber wenn man für sich persönlich beschließt, dass die Dose ein Transportmedium ist, was man möglicherweise in sehr geringem Umfang verwenden kann, dann kommen diverse Dosenprodukte zum Tragen, die es da auf dem Markt so gibt. Und das ist neben Fleisch in der Dose und dadurch haltbar, ne? Also auch ohne Kühlung, auch in warmen Temperaturbereichen. Selbstverständlich kann das auch eine Dosenwurst sein. Ja, das müssen keine Fleischklößchen, schon gar nicht in Brühe. Die haben noch so eine ganz leichte Brühe drumherum, also eine recht intensiv schmeckende, aber wenig davon. Brühe drumherum. Ne? Das muss ja nicht sein. Ihr könnt genauso gut eine Dose, keine Ahnung, Corned Beef, Leona, Jagdwurst, Bierwurst oder irgendwas anderes Deutsches mitnehmen, wer das gerne möchte. Und ja, das ist natürlich noch eine Möglichkeit, wie man Fleisch noch transportiert bekommt. Aber halt mit dem Kosten in Anführungszeichen, dass es halt echt nicht effizient ist und schon gar nicht von der Verpackung her und so weiter und so fort. Es gibt auch Dosenkäse, womit wir beim Thema Käse werden. Da wird da auch noch jemand drauf hingewiesen, Käse mitzunehmen. Neben der Tatsache, dass man einfach ein großes Stück Käse mitnehmen kann, schimmelige Stellen unterwegs wegschneidet und einfach hofft, dass man es rechtzeitig aufgegessen hat, bevor es weg ist. Und man es halt für die erste Hälfte der Tour oder für die ersten paar Tage der Tour nur einkalkuliert und danach hat man halt keinen Käse mehr, isst man halt andere Sachen. Das ist die eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es auch Käse in Dosen von verschiedenen Herstellern, die halt Prepper-Futter in Anführungszeichen oder Krisenvorsorge-Futter in Dosen verkaufen. Da gibt es wirklich meines Wissens mehrere. Der ist ziemlich salzig, der ist geschmacklich nicht unbedingt vielleicht jedermanns Sache, dieser Käse. Ich fand ihn eigentlich ganz lecker, als ich das letzte Mal probiert habe. Und das ist meines Wissens die eine Möglichkeit, wie man auch für eine lange Tour noch Käse transportieren kann, der auch normaler Käse in Anführungszeichen ist. Und die andere Alternative muss ich noch kurz holen. Und da steht sie auch schon, Zauberei, so ein Zeug hier. Ne? Also Hartkäse zu Deutsch, die italienische Version oder Parmigiano, in meinem Versuch Italienisch. Ich hatte tatsächlich mal Italienisch, ich bin aber scheiße in Sprachen und habe keine Ahnung mehr, außer dass ich noch bestenfalls eine Pizza bestellen kann, das aber nicht öffentlich tun möchte. So, aber diverse Hartkäseprodukte, wie eben der berühmte Parmesan und Derivate, wie der Grano-Dingster-Pumster oder der Hümmene, ich habe keinen Schimmer, wie die heißen.
aber die gibt es hin und wieder, das ist auch wieder von Aldi, ab und zu mal in so großen Dosen in geschrotet, ja, in Streufassung, also wirklich als Streu, ne? Im Prinzip wie, ist das ein großer Salzstreuer, da könnt ihr sehen, ja. Und dann streut man sich das halt über Nudeln, wie man das von Parmesan kennt, eben in dieser sehr feinen Konsistenz. Das Lustige ist, dass der Käse eben durch diese sehr feine Konsistenz als krümeliges Material, in Anführungszeichen, überhaupt in die Lage geraten ist, ein Stück weit konserviert werden zu können. Und dann in getrockneter Form eben in solchen Dosen ohne Kühlung haltbar ist. Jetzt ist so eine Dose ein bisschen viel für eine ganze Tour, aber... ja, ne, da muss man sich halt was abfüllen. Das Blöde ist, hat man die Dose einmal aufgemacht, ist halt nicht mehr so lange haltbar, aber im Regelfall haben die tatsächlich ein MAD von circa einem Jahr nach Herstellung und das ist also schon eine ganz dufte Angelegenheit, sich davon ein bisschen was abzufüllen. Und hat natürlich kalorientechnisch auch richtig Wumms und alles schmeckt besser, wenn man Käse drüber schmeißt. Absolut alles, ja. Außer Süßspeisen. Also auch da gibt es ja Leute, die da noch irgendwie noch geschmelzten Käse und so ein Zeug dazu tun. Mit 32% Fett in der Trockenmasse und 506 Kalorien je 100 Gramm. Das heißt, das ist also weit im Spektrum dessen, was man als Treckenfutter durchaus mitnehmen kann. Möglicherweise will man für die gesamte Tour tatsächlich so eine ganze Dose verbrauchen, in Anführungszeichen, hier einen Löffel rein, da einen Löffel rein, dort einen Löffel rein, weil ja, man kann eigentlich die meisten Gerichte damit eigentlich nur kalorientechnisch aufwerten und außerdem ist der Eiweißanteil halt auch sensationell. Also so ein geriebener Hartkäse, Trockenkäse, in Anführungszeichen, ist eines der effizientesten Nahrungsmittel, sowohl bei Eiweiß als auch bei den Kalorien. Und es gibt meines Wissens fast nichts, was ein so tolles Eiweiß-zu-Kalorien-Verhältnis hat, wie eben so ein Zeug hier. Ne? Der Eiweißanteil ist 45 Gramm pro 100 Gramm. Das ist also sensationell, mal abgesehen von Eiweiß oder Eiweißpulver oder sowas in die Richtung. Eiweißpulver ist natürlich auch heftig. Ne? Richtig, richtig heftig. Da hast du teilweise 80, 90 fast 90 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Und das bringt uns übrigens zum nächsten Punkt, nämlich ein paar von euch haben meine persönliche Bildungslücke, was Eiweißpulver angeht, zum Beispiel eben aus dem Kraftsportbereich, da kennt das ja vielleicht jeder, der das macht, oder zumindest haben wir was davon gehört. Die Dinger sind durchaus mitnehmbar und gerade eben reines Eiweißkonzentrat aus Ei oder aus Milch, das kann man schon auch noch gut auf Tour mitnehmen und dann ansonsten Eiweißärmeren sagen zumindest einige Kommentatoren. Ich persönlich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich wüsste auch nicht, warum das nicht gehen sollte. Und das dann halt eben verwenden, um ansonsten eiweißärmere Nahrungsmittel aufzuwerten. Da wäre übrigens ja auch noch anzumerken, generell zum Thema Eiweiß. Und dazu noch eine Cook-Empfehlung. Wer den Kanal noch nicht kennt, ist ein Englischsprachiger. Meiner amerikanisch, habe ich zumindest das Gefühl, aber ich bin schlecht im Slangs raushören im Englischen. Von Gear Skeptic. Das muss mit garantiert ist das irgendein ausgebildeter Wissenschaftler in irgendeiner Art und Weise, weil der mit Labormethodik alle möglichen Dinge zur Outdoor-Ausrüstung und zum Beispiel auch Proviant wirklich ausführlichst untersucht und mit einer sehr amerikanischen Gründlichkeit, wenn die was machen, dann machen sie es mit der ihren typischen Maßlosigkeit, also wirklich enorm aufwendig, enorm cool gemacht, deutlich mehr als ich das hier betreibe, ehrlich gesagt. Also natürlich viel weniger sympathisch und viel weniger unterhaltsam als das, was ich hier so mache, ne? Grundsätzlich. Und er hat auch keinen Hut auf, meines Wissens. Also kann man das überhaupt nicht vergleichen, aber muss ich wirklich empfehlen. Ja, und der hat eben auch eine wirklich ausführliche Reihe zur Suche nach dem perfekten Ultralight-Tracking-Food, also dem Besten, was der Markt dazu bieten hat. Natürlich sind dem seine Produktbeispiele bei uns in Deutschland so ohne weiteres nicht zu bekommen, aber um die grundsätzliche Thematik und die Idee, wie er da drauf gekommen ist und wie er das alles berechnet und so weiter und so fort, das sollte man sich, wenn man sich tief mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der Mann hat auch keine kurzen Videos, das hat er mit mir gemein, sollte man sich vielleicht das auch mal angucken. Aber
Ich würde behaupten, ich weiß nicht, ob ich mich da nicht vielleicht sogar irre, aber das ist teilweise ein bisschen veraltet. Also gerade sein Futtermaterial bzw. seine Beiträge zum Trekkingfutter, die sind auch ein bisschen älter als mein aktueller hier jetzt, weil eben die Bedeutung des Eiweißes da ein bisschen zu kurz kommt. Er möchte gerne möglichst viel Fett und dann ein Kohlenhydrat-zu-Eiweiß-Verhältnis von 3:1 oder 4:1 in seinem Futter haben. Und das ist eine sehr geringe Eiweißmenge. Das würde ich aus heutiger Sicht der Ernährungswissenschaften und gerade auch der Sporternährungswissenschaften schon meinen, dass der Eiweißanteil da viel zu gering ist. Er liegt auch unter dem für eine Trekkingverpflegung, die die allgemeine Empfehlung für die Durchschnittsernährung eines durchschnittlichen Menschen in den Dachstaaten, also Deutschland, Österreich, Schweiz, haben sollte. Also da ist man definitiv mit einem Eiweißmangel unterwegs, wenn man das so macht, wie das Gierskeptik empfiehlt. Ansonsten alles super großartig, wirklich toll und außer die Kleinigkeit mit dem Eiweiß, die wie gesagt meiner Meinung nach nicht mehr ganz der Ernährungswissenschaft entspricht, ist das absolut anschaubar oder anschaubedürftig. Nochmal grob zusammengefasst, was die Eiweißgeschichte angeht, kriegen wir zu wenig Eiweiß, dann muss unser Körper das, was Eiweiß braucht, halt irgendwo aus körpereigenem Eiweiß versorgen und das bedeutet, dass er das abbaut, was am wenigsten wichtig ist von allen Materialien, die der Körper zur Verfügung hat, die Eiweiß enthalten, das sind Muskeln. Bedeutet, wenn du zu wenig Eiweiß auf der Tour dabei hast und langfristig zu wenig Eiweiß futterst, dann wirst du nach und nach schwächer. Das ist für ein paar Tage scheißegal, das ist für ein paar Wochen dann irgendwann durchaus essentiell, weil man da wirklich Muskelmasse abbaut und eben nicht nur Fett. Nur Fett abbauen, mehr oder weniger tust du dann, wenn du eben genug Eiweiß dabei hast, dass dein Körper nicht als Energiequelle auch noch Eiweiß verwenden muss, beziehungsweise für die notwendigen Reparaturen im Muskelgewebe, im Organgewebe oder generell einfach für so ziemlich jede Zelle, die neu gebildet werden muss. Ja, absolut, für jede Zelle, die neu gebildet werden muss, braucht man immer ein bisschen Eiweiß und da unser Körper ständig mal wieder ein paar neue Zellen bildet, weil irgendwas abstirbt und von was anderem ersetzt wird, das ist halt so, ist Eiweiß eigentlich absolut notwendig. So, und je mehr man sich bewegt, je mehr die Muskeln zu tun haben, desto eher geht meine Muskelzelle flöten und desto eher braucht man noch eine neue und dann braucht man jedes Mal wieder frisches Eiweiß. Ja, also ganz einfach formuliert. Das ist natürlich eine Wissenschaft für sich, ist es wirklich, aber für unsere Zwecke sollte das genügen. So, heißt, wir wollen pro Tag nach Möglichkeit bitte mindestens 50 Gramm Eiweiß zu uns nehmen. Je nachdem, wie groß und muskulös wir sind, auch entsprechend vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn wir auch groß und muskulös wieder nach Hause kommen wollen. Mehr als 60 Gramm wird dann irgendwann schwierig, es sei denn, man schleppt wirklich noch zusätzliches Eiweißpulver mit, weil man halt wirklich ein Muckibudenverwender ist, der tatsächlich auch die Muskulatur besitzt, die eine solche Eiweißkonsumierung notwendig machen würde. Ne? Ist bei mir zum Beispiel nicht der Fall, ich alter fauler Sack. Was Sport angeht. Ich hatte mal so eine Phase, da war ich aber noch nicht verheiratet. Jetzt ist sie nicht mehr notwendig, diese Phase. Hat damals aber auch nichts geholfen. Also Tipp für junge Männer, einfach nur mit Muggis, sorgt auch nicht unbedingt für ein glücklicheres Beziehungsleben. Gut. Und so ausgeprägt war die Phase im Übrigen auch nicht natürlich. Gut. Dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir, glaube ich, die wesentlichen Sachen, die ich noch ansprechen wollte, durchhaben. Wenn ich jetzt immer noch was vergessen habe, dann schreibt es mir bitte gerne nochmal in die Kommentare. Dann machen wir irgendwann vielleicht nochmal einen ergänzenden Beitrag. So, und jetzt wollen wir uns ein Trekkingfutter zusammenmixen, das ich noch essen würde, was ich auch dann natürlich tue, aber heute nicht mehr. Aber ja, jetzt erstmal nur das Zusammenmixen, dann machen wir noch einen ganz kleinen Beitrag, weil ich das Zeug dann halt auch mal probiere. Meine Güte, ja, daran soll es jetzt auch nicht scheitern, auch wenn es dann keine Trilogie mehr ist, es ist eine Trilogie mit Bonusfolge. Gut, wir brauchen einen Zettel. Dann brauchen wir einen Stift, meiner Meinung nach zumindest brauchen wir das beides. Und wir brauchen eine Küchenwaage. Völlig egal, was für ein Modell, Gramm genau reicht völlig. Milligramm ist nicht unbedingt erforderlich. Ist natürlich lustig, aber muss nicht sein. Und da müssen wir uns noch grob entscheiden, was wir denn als Basis unseres Essens haben wollen. Ne? Aber zunächst mal im Wesentlichen nimmt man einfach eine Schüssel zum Mischen. Die stellt man auf seine entsprechende Küchenwaage, drückt Tara, damit die Schüssel nichts mehr wiegt. Und dann guckt man halt, dass man eben sein Zeug hinzufügt, das dann ja, eine Mahlzeit ergeben soll. Wie viel soll denn die Mahlzeit fertig, wenn alles drin ist, inklusive Gewürze?
zumindest stückweise. Natürlich nimmt man noch ein bisschen extra Gewürze mit auf Tour. Ja, das habe ich vergessen, auch noch vergessen zu erwähnen. Selbstverständlich spricht nichts gegen einen kleinen Gewürzbeutel, ein kleines Gewürzstreuerlein. Je mehr Verpackung, desto schwerer. Daher ist tatsächlich eine kleine Ziploc-Tüte oder mehrere ganz kleine Ziploc-Tüten mit Gewürzen drin, die einfachste oder leichteste Variante, Gewürz zu transportieren. Komfortabler ist natürlich so ein kleiner Multistreuer. Man kennt sie. Ne? Aber ja, halt auch ein kleines bisschen schwerer, muss jeder für sich selber schon wieder entscheiden. Ne? Generell was auf Outdoor-Touren sehr beliebt ist an Gewürzen, ist etwas, was scharf macht, wenn man einigermaßen gerne scharf isst. Das kann über die mit möglicherweise Geschmacklosigkeit von dem Trekkingfutter oder die einigermaßen Geschmackslosigkeit, je nachdem, was man sich zusammengebaut hat, hinwegtäuschen. Und gerade sehr fetthaltige Gerichte, Fett ist ja ein guter Löser von diesen Schärfebestandteilen, da fällt das Fett weniger auf, ist zumindest meine Erfahrung, wenn man ein kleines bisschen noch was Scharfes dazu macht. Würde ich für dieses Gericht jetzt aber sein lassen. Momentan ist mir gerade nicht nach was Scharfem. Wie groß soll eine Portion sein? Das hängt davon ab, wie viel Nahrung pro Tag ihr euch denn zutraut mitzuschleppen. Wir hatten das ja durchgekaut im ersten Teil, was für theoretische Konzepte es da gibt, um seine Trekkingtour zusammenzustellen. Soll es eine 400 Gramm Tour sein, also 400 Gramm Nahrung pro Tag, was schon ziemlich minimalistisch für meinen Geschmack ist, drunter war ich nie unterwegs, dann empfiehlt sich 100 Gramm Frühstück, 100 Gramm Trail Snack, Mittagessen und 200 Gramm Abendessen. So habe ich das zumindest immer gehandhabt. Das kann man selbstverständlich auch anders zusammenstellen und niemand verbietet dir 420 Gramm Futter am Tag mitzunehmen oder 423 Gramm, ist völlig wurscht. Das kann jeder, wie gesagt, so machen, wie er lustig ist. Aber grob würde ich sagen, eben ein Viertel morgens, ein Viertel mittags und zwei Viertel als Abendverpflegung. Und das bedeutet, dass wir uns dann abends halt eben eine 200 Gramm Portion zusammenbasteln. Wenn wir 500 Gramm auf die Tour mitnehmen, dann würde ich so verteilen, dass ich morgens 125 Gramm, mittags 125 Gramm und abends 250 Gramm zu mir nehme, weil ganz so viel Abendessen braucht man dann auch wieder nicht mehr. Und bei 250 Gramm, das ist quasi die doppelte Menge, die in so einem typischen Trekkinggericht drin ist. Moment, ich hole es nochmal. Ja, oder zumindest fast das Doppelte, was in so einem typischen Trekkinggericht drin ist. Die sind ja große Portionen. Die sind übrigens wirklich lecker. Ne? Also ich möchte Real Field Meal, auch nicht Real Tour Matt, wenn ich das korrekt ausspreche, überhaupt nicht schlecht machen. Ne? Die schmecken super. Das ist meiner Meinung nach das leckerste Trekkingessen, das es gibt. Es ist leider auch das teuerste, es sei denn, man isst in Skandinavien, ist es auch vergleichsweise teuer. Kommt aus Norwegen und hier habe ich jetzt ein Lamm mit Reis und ich glaube Linsen. Hier ist Deutsch, ja. Lamm mit Reis und Linsen, das hat folgende Nährwerte, wenn ich dann mal lesen kann, 423 Kalorien pro 100 Gramm. Hier drin sind, die Tüte hat 164 Gramm. Ne? Also wir hätten bei 100 Gramm drauf, dann hättest du 250 Gramm, also nochmal ein bisschen mehr als zum Beispiel so eine große Tüte. Das ist mehr als ein Standard-Trekking-Gericht an Abendessen ergibt. Und damit man eine grobe Vorstellung von hat, wenn man sowas schon gegessen hat, wie viel Essen das ist. Normalerweise machen mich solche großen Tüten wie die hier, machen mich schon satt. Gerade wenn sich dein Magen auf eine Tourverpflegung eingestellt hat, also mit ca. 160 Gramm Trockennahrung, sowas um den Dreh, völlig Wurst, ob sowas oder selbst zusammengestellt, ist das schon eine Mahlzeit, die ein Durchschnittsmensch und auch ein bisschen Überdurchschnittsmensch satt macht. Frauen, die ich schon auf Touren dabei hatte, nicht nur meine, sondern eben auch zierlichere, kleinere, die haben häufig so eine Portion gar nicht geschafft und ich durfte den Rest aufmampfen. Ja, das ist dann auch nicht schlecht. Gut für mich. Aber einfach nur, wenn man eine grobe Vorstellung von bekommen, wie viel ist denn das eigentlich? Ne? Also ist schon eine gute Portionsgröße. Und 250 Gramm für ein Abendessen, das kann dann für ja tatsächlich eben eine kleinere, zierliche Frau, die generell nicht sonderlich viel isst, was ja nicht Schlimmes ist,
kann das schon viel zu viel sein. Dann müsste man halt gucken, dass man das anders verteilt. Oder selbstverständlich darf man individuell auch statt 3 Mahlzeiten pro Tag zu machen, logischerweise auch 5 Mahlzeiten machen. Spricht auch nichts dagegen, dass du morgens nur eine ganze Kleinigkeit futterst. Generell ist Frühstück schon eine gute Idee, einfach vom Kreislauf, vom Stoffwechsel her und so weiter und so fort. Irgendwas frühstücken sollte man. Man sollte auch ein bisschen mehr frühstücken als einen kleinen Imbiss zwischendurch. Auch das wieder ernährungswissenschaftlich gesehen relativ eindeutig für Touren. Ne? Daheim ist das wieder was anderes, kann man sich wieder drüber streiten, aber für Touren, denke ich, gibt es dann relativ großen Konsens, dass das sinnvoll ist. Da kann man ja sagen, 100 Gramm Frühstück, keine Ahnung, 150 Gramm Mittagessen und die 250 Gramm, die man dann noch übrig hat bei einer 500 Gramm Variante, über diverse kleine Snacks während des Tages verteilt, wenn einem das lieber ist und mehr liegt. Ja? Also müsst ihr ausprobieren, da kann ich jetzt nicht sagen, was für euren Stoffwechsel am besten funktioniert. Für mich ist so eine Viertel-Viertel-Hälfte-Regelung in 3 Mahlzeiten über den Tag eigentlich praktikabel bisher so gewesen. Man will abends dann ja auch Hunger haben, das gehört auch dazu, dass man sich dann auf sein Essen freut und dann gibt einem das auch so einen richtigen Kick, wenn das dann fertig ist. So, das heißt, ich mache jetzt einfach aus Gründen, weil ich ja daheim bin und nicht auf Tour, eine 200 Gramm Portion und habe jetzt überlegt, ob ich... Ja, kleine Anmerkung. Ich hatte, während ich das zusammengemixt habe, Hunger und habe da den gleichen Fehler gemacht, wie ich ihn leider schon oft gemacht habe. Leider bin ich nicht in der Lage, mir zu merken, dass das jedes Mal so läuft. Und wenn ich mehrere Portionen am Stück zusammenbaue, ja, also hintereinander, dann werden sie auch irgendwann sinnvoll. Aber meistens übertreibe ich es bei der ersten Portion, die ich bei einer Tütenzusammenbau-Session sozusagen produziere, mit den Mengen erheblich. Die sind dann also meistens zu schwer und weil ich halt einfach gierig bin. Ne? Und ich muss das dann hinterher korrigieren. So ist es mir auch diesmal passiert vor laufender Kamera, dass ich einfach eine viel zu große Basismenge an Hauptzutat sozusagen genommen habe. Ich will jetzt auch nichts vorweggreifen. Aber ihr könnt gerne mal kritisch beim Zusammenmixen darauf achten, wo ich es überall übertrieben habe. Und wir kommen dann also insgesamt auf letzten Endes, das kann ich ja schon verraten, zu viel Nudeln im Vergleich zum anderen Zeug, das deutlich mehr Nährstoffe bzw. Kalorien und Eiweiß pro Menge liefern würde. Und das geht nicht ganz auf. Ne? Das kann man hinterher immer noch wieder korrigieren und ich werde dann auch als Ben vor Ort durchaus noch auf sämtliche Fehler eingehen, die ich währenddessen jetzt machen werde. Aber nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid und gut darauf achtet, was da alles schief läuft. Außerdem war es leider nicht ganz so präzise, weil die Batterien meiner Waage schlicht und ergreifend dann leer waren oder fast leer und das dann nicht ganz so gut funktioniert hat, wie ich das von unserer Küchenwaage, eigentlich gehört sie meiner Frau, gewöhnt bin. So, und damit aber weiter im Text. Überlege ich schon den ganzen Tag. Will ich lieber ein Hirsetöpflein oder möchte ich lieber was mit Ramen-Nudeln in Anführungszeichen, halt so asiatische Nudeln, ich habe keine Ahnung, was Ramen-Nudeln und Mie-Nudeln und schieß mich tot, wo da der Unterschied ist, halt so asiatische Nudeln eben. Und habe mich nach reichlicher Überlegung für die Nudelvariante entschieden. So, da habe ich jetzt noch im Haus, die habe ich euch auch schon mal gezeigt, solche Vollkorn-Mie-Nudeln, die es mal beim Aldi gab, die sind bei 361 Kilokalorien. Nudeln sind immer drunter. Du schaffst ein reines Nudelgericht mit Nudel als Hauptmasse der Nahrung, muss auf jeden Fall noch mit Fettträgern ergänzt werden, damit man über die 400 Kilokalorien pro 100 Gramm kommt. Das schafft man mit Nudeln sonst nie. Grundsätzlich ist es übrigens so, dass Eiernudeln tendenziell ein bisschen weniger Kalorien haben als reine Hartweizengrieß-Nudeln oder einfach nur Weizennudeln. Dann, ja, aber die mit den Eiern haben natürlich dafür einen geringfügig höheren Eiweißanteil, wobei da ja nie viel Ei drin ist. So, generell haben diese Nudeln hier, die sind auch ziemlich gut, was den Eiweißanteil angeht, sogar 11 Gramm, obwohl die eigentlich nur aus Weizen bestehen. Aber aus Vollkorn. Ja, das ist also dann auch nochmal so ein kleiner Kniff, dass man bei den Nudeln vielleicht ein bisschen guckt,
Ja, wenn einem Vollkornnudeln einigermaßen zusagen, geschmacklich vielleicht eher die zu nehmen, weil die halt immer einen höheren Eiweißanteil haben. Das liegt daran, dass beim Weizenkorn und grundsätzlich beim Getreide in der Mitte hockt die ganze Stärke, sprich die Kohlenhydrate. Und der Eiweißanteil, der durchaus immer vorhanden ist, da soll ja eine komplette neue Pflanze draus werden. Die braucht immer Protein für ihr Initialwachstum, weil sie Protein ja erstmal auch nur sehr schwierig selber herstellen kann. Erst wenn die Photosynthese so richtig läuft und die Aufnahme von Zeug aus dem Boden so richtig läuft, funktioniert das mit der Selbstherstellung. Deswegen muss in einem Samenkorn, sei es noch so winzig, immer ein ordentlicher Eiweiß zu Kohlenhydrateanteil drin sein, damit die Pflanze überhaupt wachstumsfähig ist. Natürlich immer im Verhältnis zur Größe des jeweiligen Samens. Also in der Kokosnuss ein bisschen mehr Option, also absolut ein bisschen mehr als in einem Weizenkorn. Da gibt es einen kleinen Größenunterschied zwischen den beiden Samen. Ne? Aber ja, Vollkorn ist also für Outdoor-Touren, für die Eiweißversorgung eine gute Idee. Normale Nudeln ohne Vollkorn können manchmal mehr Kalorien haben, kommt aufs Modell an, aber dann nur ein bisschen mehr. Ach so, und was ich auch noch sagen wollte, ich merke, das ist heute ziemlich spontan, auf meinem Zettel steht auch noch nichts drauf, ne? Ballaststoffe, ja, die berühmten Inhaltsstoffe, die hier hinten immer in dieser Tabelle drin stehen bei beliebigen Nahrungsmitteln. So eine Tabelle hier, ne, zum Beispiel. Da steht ja immer bekanntermaßen Brennwert, dann Fett, meistens dann noch davon gesättigte Fettsäuren und blablub und noch ein bisschen unterteilt. Kohlenhydrate, auch das meistens noch unterteilt und dann kommen die berühmten Ballaststoffe. Was ist denn mit den berühmten Ballaststoffen? Über die haben wir ja noch gar nicht geredet. Ja, die sind schlicht und ergreifend egal. Wir haben auf der Tour keine Tragekapazitäten, um noch was besonders Ballaststoffreiches mitzunehmen, weil Ballaststoffe sind tatsächlich totes Gewicht. Ein Stück weit. Gesünder ist es daheim, immer mal wieder was zu futtern, was einen gewissen Ballaststoffanteil hat, unter anderem für die Verdauung, aber ich bin auch kein Experte, was das Ballaststoff angeht. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, weil es halt für Trekkingtouren nicht relevant ist. Der Körper kommt aber problemlos mit einer sehr geringen Ballaststoffzufuhr über ein paar Tage problemlos zurecht. Im Übrigen, wenn man wirklich Ballaststoff braucht, dann empfiehlt sich irgendein Nahrungsmittel aus der Natur, sofern man das notwendige Know-how hat, um sich einen kleinen Wildkräutersalat, ein paar Beeren oder irgendwas reinzupfeifen. Das ist alles sehr ballaststoffreich, sehr, sehr ballaststoffreich und gleicht die nahezu nicht vorhandenen Ballaststoffe in Trekkingverpflegung dann problemlos wieder aus. Also sollte während der Tour eben da ein Problem mit der Verdauung auftreten. In beide Richtungen könnte es an Ballaststoffen liegen, also sowohl zu flüssig als auch zu fest, um es mal beim Namen zu nennen. Kann daran liegen, muss es natürlich nicht. Und ja, vielleicht hilft das. Das nur am Rande angemerkt. Ne? Aber mitschleppen muss man das wirklich nicht. Aber das bringt uns zurück zu jetzt dann doch eben wieder unseren Nudeln. Ich habe mich also für Nudeln entschieden. Man kann auch, wenn man jetzt keine solchen Nudeln im Regal hat, die gibt es übrigens auch im Asia-Supermarkt, so ähnliches in die Richtung, da auch ein interessanter Kommentar, herzlichen Dank auch dafür, auch dann in Bio-Qualität, wer das möchte. Man kann aber auch diese furchtbaren Päckchen hier. Hin und wieder esse ich sie mal. Ja, meine Frau ist erstaunlich resistent dagegen. Die isst ja sonst immer so richtig gesundes Zeug, wo ich dann schreiend davon renne. Aber dieses Zeug verträgt sie komischerweise auch. Ja, ich kann so 3, vielleicht 4 im Jahr essen und finde das noch gut. Also in dieser Form, wie die halt im Päckchen sind und so weiter. Die Nudeln an sich sind aber nicht das Problem. Das Problem ist mehr, ja, der Kram drumherum und einfach generell, dass das nach nichts schmeckt und es hat so eine gewisse Pappigkeit. Wenn man eine vernünftige Soße dazu macht, geht's. Also das ist vor allen Dingen wichtig, dass man aus den Dingern alles Mögliche machen kann, wenn man unterwegs nachversorgen muss. Das ist nämlich auch noch was, was wir noch nicht angesprochen haben. Denn mein Konzept von Trekkingtour sieht ja davon aus, geht ja davon aus, dass man während der ganzen Tour sein komplett Proviant mit sich rumschleppt. In der Praxis ist das selten erforderlich, seinen gesamten Proviant die ganze Zeit mit sich herumzuschleppen, weil man zwischendrin mal halt doch irgendwann in einem Dörflein vorbeikommt, das ein Lebensmittelfachgeschäft aufweist, wo man Proviant nachkaufen kann. Oder man kommt in einem Dorf vorbei, das eine Post hat und man kann sich ein Paket mit eigenem zusammengestellten Proviant dahin schicken und das da halt postlagern, dann abholen, wenn man da vorbeikommt. So machen das die Amerikaner entlang ihrer Fernwanderwege sehr gerne. Zum Beispiel, ne, das geht theoretisch auch in Europa, ein bisschen ungewöhnlich, aber kann man machen. Ja? Wenn man sich da vorher mit auseinandersetzt, wie das im jeweiligen Land mit der Post und so weiter, weiß doch ich nicht. Aber jedenfalls diese Dinger hier,
und ich mache es auch, weil ich verwende, habe vor, es zu verwenden, zumindest anteilig. Da ist ja immer so ein Nudelpaket drin, das teilweise ein Paket ist und teilweise auseinanderfliegt meistens. Gerade beim Transport im Rucksack ist es dann irgendwann kaputt und sieht folgendermaßen aus. Also wer das noch tatsächlich noch nie gesehen hat, das sind diese Nudelpakete. Nimmt man die so und schmeißt da heißes Wasser drüber oder schmeißt die in heißes Wasser rein, dann werden das sehr lange Nudeln, die man dann so aus der Schüssel ziehen kann und in diesem Maße aufmampfen. Finde ich eher unpraktisch, weil es gibt nur eine Sauerei und wir haben im Regelfall wieder Stäbchen, das heißt, die kann man sich natürlich schnell schnitzen, oder eine Gabel dabei, sondern als universelles Essgeschirr meistens nur ein Löffel, zumindest wenn man gewichtseffizient unterwegs sein möchte, meinetwegen noch ein Spork oder ein Göffel auf Deutsch. Ja? Gabel mit Löffel zinken. So, und da ich dies eben nicht mag, wenn die super lang sind, machen wir die jetzt ein bisschen kleiner. Aber vorher müssen wir so unsere Waage anwerfen. Man kann natürlich auch anderthalb Nudelpakete nehmen, weil jetzt bin ich hier bei 80 Gramm und das ist natürlich jetzt noch ein bisschen wenig. Klar, das kann man jetzt mit Fettkomponenten auffüllen, komplett. Das kriege ich aber, wie gesagt, nicht gegessen. Es soll einem ja noch schmecken. Das ist auch wichtig. Natürlich eine gewisse kulinarische Abgehärtetheit braucht man für dreckige Nahrung. Das wird nie so lecker wie ein 3-Sterne-Menü daheim. Ja, aber furchtbar muss auch nicht sein. So, ich gebe noch ein Vollkorn dazu. Und jetzt haben wir bei 141 Gramm. Das ist jetzt in Ordnung. Das heißt, ich habe jetzt noch 59 Gramm an Zusatzzeug, was ich da noch reinschmeißen kann, um die Kaloriendichte zu erhöhen, dass ich da auf einen vernünftigen Wert komme. Ja, besser wäre es natürlich, nur 100 Gramm Nudeln jetzt zu haben. Das heißt, jetzt einfach ein bisschen Nudeln nochmal rauszunehmen und dann deutlich mehr Zeug zur Kaloriendichtenerhöhung reinzuschmeißen. Aber tja, machen wir jetzt halt nicht. So, hier, die haben Kalorien 482, wow, die sind ja richtig gut, aber da ist auch ein kleines bisschen Öl dabei, deswegen realistisch betrachtet wahrscheinlich eher so 460 maximal. Ja, und jetzt rechnet der Bender ein bisschen rum und versucht sich mal aufzuschreiben, wie viel Kalorien seine Nudeln jeweils haben. Das ist halt wichtig, dass man da ein bisschen Buch führt, was man da eigentlich reingeschmissen hat. Erstens, falls man ein besonders interessantes Rezept erschafft und das will man wiederholen. Und zweitens muss man sich ja auch ausrechnen, wie viel Kalorien haben denn die jeweiligen Komponenten, die ich da reingeschmissen habe. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, der Fehler lag darin, dass ich natürlich viel zu viel Nudeln am Anfang reingeworfen habe und ich stelle jetzt im Nachhinein immer weiter fest, und das kann ich vielleicht schon mal spoilern, dass das halt zu viele Nudeln sind und zu wenig Platz, also beziehungsweise zu viel Gewicht, zu wenig Gewicht übrig sozusagen überhaupt noch verfügbar ist, wo man jetzt dann noch zusätzliches Eiweiß und zusätzliche Kalorien zu den Nudeln dazugeben könnte, weil die Nudeln allein sind ja nicht kalorienreich genug. Und sind ja deutlich unter den 400 Kilokalorien pro 100 Gramm, die ich als sinnvoll erachten würde. Habt ihr das eigentlich realisiert? Ich realisiere das nämlich erst jetzt, wie gut diese blöden Instant-Nudeln eigentlich sind mit dem Zeug hier. Da kommen wir nachher noch. Also pro Komponente, die man in seinen Topf schmeißt, schreibe ich mir im Wesentlichen einfach immer auf, wie viel Kalorien habe ich da gerade reingeworfen. Das heißt, man muss einfach mit der Waage abwiegen, wie viel Gramm von was man da gerade reingeschmissen hat und dann einmal kurz ausrechnen anhand der Packungsbeilage oder halt, wenn es was ist, wo es keine Packungsbeilage zu gibt, muss man es halt im Internet recherchieren, wie viel Kalorien das so hat. Kurz ausrechnen, wie viel Kalorien habe ich da quasi reingeworfen und dann weiß man grob, wie nahrstoffreich beziehungsweise eben wie energiereich, streng genommen, das, was man da gerade zusammengeschmissen hat, halt nun mal ist. Ne? Und das Gleiche kann man dann nochmal separat für den Eiweißanteil machen, der dann ja auch nochmal da oben drauf kommt. Und das ist mir auch noch immer wichtig, dass ich eben gucke, wie viel Eiweiß habe ich denn in meiner Mahlzeit, und da schreibt man sich dann halt, wie gesagt, einfach beides auf. Das können wir jetzt ein bisschen abkürzen, um das Ganze hier nicht allzu sehr in die Länge zu treiben, und hören dem Ben erst wieder zu, wenn er wieder was zu sagen hat. Was ist hier jetzt noch drin, dieser Gewürzbeutel? Ne? Da haben wir zum einen den Geschmacksträger, ja, und weg ist er. Also hier dieses Gewürzdingens, je nachdem, was für eine Sorte man gekauft hat. In diesem Fall ist das Shrimp. Enthält garantiert keinen Shrimp, aber Shrimp-Aroma. Finde ich persönlich gar nicht mal lecker. Kann weg.
Aber interessant ist dieser Ölbeutel. Der setzt sich meistens zusammen aus überwiegend Palmöl. Palmöl, ja, kann man auch noch mal kurz drüber reden. Palmöl ist das effizienteste Öl des Planeten, wenn es um Sachen Nachhaltigkeit geht. Das heißt, pro Hektar Anbaufläche für Ölpalme kriegst du einen ganzen Haufen Öl, teilweise das 2-, 3- oder 4-fache im Vergleich zu anderen Ölpflanzen, wie zum Beispiel Sonnenblumen, Disteln, Raps. Sowas in die Richtung. Ne? Das bedeutet, wenn du schon Ölpflanzen anbaust, dann ist die Ölpalme halt die, die pro Fläche am meisten Öl abgibt. Und das macht sie dann doch wieder relativ nachhaltig. Es sei denn, man hat frisch Dschungel, also Urwald gerodet, um nochmal neue Ölpalme anzupflanzen. Ne? Also die Ölpalmenplantagen, die existieren, sind natürlich auch auf ehemaligen Regenwald. Jede Ölpalmenplantage, oder zumindest 99,9%, ist auf ehemaligen Regenwald, was Palmöl schon in den Verruf gebracht hat, scheiße zu sein. Es ist auch scheiße, wenn man dafür eben noch mehr Regenwald rodet. Jetzt, wo der Regenwald aber schon weg ist und auf Flächen, wo es auch nicht realistisch ist, dass er in nächster Zeit wiederkommt, das tut er nämlich so schnell nicht. Da muss man enormen Aufwand betreiben, damit das überhaupt funktioniert. Da kann man dann auch im Rahmen der nachhaltigen Welternährung ein paar Augen zudrücken und dann halt nur mal akzeptieren, dass ganz ohne Palmöl die Kaloriendichte, die die Weltbevölkerung so braucht, fast nicht zu erbringen wäre. Also da müsste man halt eben enorm viel Fläche für andere Ölpflanzen sonst aufwenden und damit ist Palmöl dann halt doch gar nicht ganz so scheiße. Aber nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, kaufe ich möglichst wenig Produkte mit Palmöl, das ist sowieso trotzdem überall drin. Und wenn bewusst Palmöl, dann gerne Biopalmöl, wo man halt ziemlich sicher sein kann, dass sie nicht noch mehr zusätzlichen Regenwald dafür gerodet haben. Das ist hier sicher nicht der Fall. Das ist also böses, mit ziemlicher Sicherheit böses Palmöl, ist auch made in China. Diese Nudeln, original made in China, und die scheißen natürlich drauf, wo ihr Palmöl herkommt. Zumindest ein Großteil der Chinesen, gehe ich mal sehr von aus. Oder mindestens die chinesische Lebensmittelindustrie. Nichtsdestotrotz sind diese Ölpäckchen hier interessant, weil wenn wir da mal auf der Zutatenliste gucken, dann finden wir raus, dass Sojaprotein, Würzöl. Würzöl enthält Palmöl, Zitronengraspulver, Chili und Paprikaextrakt. Und das war's dann auch. Ja? Das heißt, das ist also schon was, was erstens nach was schmeckt und zweitens zur Kaloriendichte beiträgt. Warum ist das in einem extra Tütchen? Ja, weil wir Öl halt eben nicht mit den anderen Sachen vermischen können, ohne dass das dann nicht mehr lange haltbar ist. So geht's. Und das ist auch eine sehr feste Form von Palmöl. Das ist mehr so ein Palmfett. Fühlt sich so an wie Margarine im halb aufgetaut. Und so ist es halt haltbar. Und deswegen sollte man, wenn man das verwenden möchte, ja, diese Päckchen sammeln und separat mitnehmen und nicht schon eben mit dem anderen Zeug zusammen quasi quatschen und die dann eben zusammen mit dem sonstigen Öl, das man sowieso jeder Mahlzeit noch ein bisschen beigeben sollte, wenn man es dann hinkriegt, eben separat dann da nochmal hinzufügen. Ja? Das heißt, wir rechnen am Ende unserer Kalkulation einfach da mal aus, dass wir noch 1-2 Teelöffel Öl oder halt ein paar von diesen Päckchen, wenn man da vielleicht mehrere irgendwann von zusammen hat, dran schmeißen und lassen es jetzt erstmal weg, heben es aber auf sowieso. Ne? Zum Beispiel auch das hier, das schmeiße ich natürlich nicht weg, das jubel ich meiner Frau unter. Ja, es ist irgendwo auch ein Lebensmittel. Ja, irgendwo auch. Und dann gibt es noch Chili-Pulver. Mir persönlich ist das viel zu scharf, dieses furchtbare Zeug. Daher, das jubel ich nicht meiner Frau unter, die würde dann sterben. Das müssen wir tatsächlich wegschmeißen. Wir haben niemanden im Freundes- und Verwandten- und sonstigen Kreis, der das noch verwenden könnte. Es sind 1 Gramm oder 2 Gramm, ist halt leider dann so. Ne? Deswegen kommen wir natürlich nicht in den Himmel, aber da sage ich jetzt nichts zu. Gut, so viel dazu. Jetzt. Wie gesagt, wir haben unsere Hauptkomponente. Jetzt müssen wir erstens das Zeug noch klein machen, ja, weil ich persönlich mag das gar nicht, dass diese Nudeln elendig lang sind.
Ja, und während der Ben vor Ort klein macht, noch kurz der Hinweis: Nudeln haben somit das schlechteste Packmaß von allen Trekking-Futteroptionen, die man so mitnehmen kann. Es gibt natürlich Nudeln, die da besser sind, diese Karikiri oder wie die heißen, oder Nudeln, die halt die Form von Reiskörnern haben. Ich habe doch keinen Schimmer, wie man die nennt. Risoni heißen die, glaube ich, manchmal auch. Ja, also das wäre so die eine Nudel, die vom Platzangebot her tatsächlich sinnvoll wäre. Alle anderen Nudeln brauchen mehr Volumen, als notwendig ist. Im Prinzip alles, was größer ist als ein Reiskorn pro Einheit, braucht vergleichsweise viel Volumen. Auch wenn man jetzt noch was reinschmeißt, was zusätzlich noch Volumen braucht, wie zum Beispiel eine Backerbse, die ist lecker, aber sie ist halt auch relativ groß. Ja, da muss man dann halt damit rechnen, dass einem dann möglicherweise der Platz im Rucksack recht schnell ausgeht. Gut, aber das nur am Rande angemerkt. Zurück zum Ben. Okay, Nudeln sind etwas kleiner. Ich mache hier nochmal Waage. Ach, Waage hat zu wenig Strom. Na gut, dann muss ich mich nachher ein bisschen intuitiv versuchen zu arbeiten. Die Batterie ist fast leer. Gut, jetzt brauchen wir zusätzliche Kalorien. Das heißt, wir nehmen vorzugsweise ein bisschen Röstzwiebeln. Das schmeckt dann nämlich sehr gut dran. Und wir hoffen, dass die Batterie dann doch noch für eine kurze Waagesession reicht. Weil da würde ich schon so 15 Gramm von denen hier nehmen wollen. Ja, das waren schon 15 Gramm. Und auch da kann man jetzt nochmal ausrechnen, spaßeshalber, was denn die uns bringen an Nährstoffen. Ne? Und zwar haben 100 Gramm 590 Kalorien, runden wir auf 600, dann sind wir bei 10 Gramm bei 60 und 90 Kalorien bei 50 Gramm. So ungefähr, das langt ja. 15 Gramm Röstzwiebel. Eiweiß. 5 Gramm, nee, 6 Gramm, also quasi zu vernachlässigen. Das schreibe ich dann gar nicht auf, wenn es Sachen sind, die nur einen sehr geringen Eiweißanteil haben. Ne, wenn das wären dann 0,6 Gramm für 10 Gramm, dann wären wir bei 0,9 Gramm Eiweiß. Das brauche ich jetzt nicht aufschreiben. Ne? Das ist also relativ egal. So, da ich feststelle, dass ich für meine ganzen Spezialsachen zu wenig Platz bzw. zu viel Gewicht in Form von Nudel da reingepackt habe, nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen Nudel wieder raus und kann dann dafür noch ein bisschen mehr anderes Zeug reinpacken, weil da muss ja noch Gewürz rein. Da ich ja fein ausgeprägte Geschmacksnerven habe, brauche ich grundsätzlich bei allem, fast allem, was ich esse, ein bisschen Geschmacksverstärker. Ja, und da dieses Tütchen hier ja jetzt nicht mehr drin ist, das den normalerweise enthält, und auch dieses Öl, das ihn nicht automatisch enthält, aber Fett ist Geschmacksträger, muss da anderweitig jetzt natürlich. Ja, da muss schon wieder der Schnitt-Ben dazwischen quatschen, weil der Ben vor Ort hat vergessen zu erwähnen, dass Salz, auch Aromat ist in gewisser Weise Salz, ne, durchaus wichtig ist für unsere Trekkingverpflegung, weil wir brauchen davon 6 Gramm am Tag. Das ist nur bei normaler Zivilisationsverpflegung, insbesondere wenn da mal eine Fertigpizza oder ähnliches dabei ist, überhaupt kein Problem, diese 6 Gramm zu kriegen. Der Durchschnittsmensch nimmt eher zu viel Salz zu sich, aber wir sind ja auf Trekkingtour und das ist, ich denke mal wirklich bei jedem, der sowas jemals gemacht hat, eine schweißtreibende Angelegenheit. Und Schweiß enthält eben Salz. Und wo soll der herkommen, wenn, also das Salz, wenn nicht aus der Nahrung? Und deswegen brauchen wir tatsächlich während einer Trekkingtour eine gewisse Menge von Salz, die wir zu uns nehmen, die üblicherweise manchmal sogar eher gering sein dürfte, das was, weil man so würzt, wie man daheim würzen würde, gerade wenn man es daheim vorbereitet. Und dann empfiehlt es sich natürlich noch ein extra Salzsträuerchen dabei zu haben oder ein extra Tütchen mit Salz, um dann, wenn man merkt, man hat während der Tour einen erhöhten Salzbedarf bekommen und man würde gern salziger essen, dann eben noch mal ein bisschen nachsalzen zu können. Ne? Das wäre also wichtig. Die 6 Gramm
sind jetzt nicht sonderlich schwierig hinzubekommen, natürlich, eben über den gesamten Tag. Das heißt, da ist ja auch noch was im im Frühstück und im Mittagessen drin. Aber ein Großteil wird wahrscheinlich schon doch in unserem Abendessen enthalten sein. Und diese 6 Gramm gehen auch nicht davon aus, dass man 7 Stunden am Tag rumläuft und vor sich hinschwitzt. Insbesondere, wenn man in irgendeiner warmen Klimazone unterwegs ist. Also das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Gerade da man auch nur Quellwasser trinkt oder Quellwasser mit Cola-Aroma, dann ist das nochmal ein Thema, weil das Wasser selber eben nur Spuren von Salz enthält. Und ja, also wenn du während einer Trekkingtour, sagen wir mal, 9 Gramm Salz am Tag futterst, ist das sicherlich auch noch nicht zu viel. Garantiert nicht. Und noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie es der Körper dann halt braucht. Bisschen was rein, zumindest ein bisschen was. Man kann ja unterwegs nachwürzen. Ich versuche mich langsam schweizerisch zu verhalten, für den Fall, dass ich doch mal irgendwann noch auswandere, je nachdem, wie die politische Lage in unserem Lande sich noch entwickeln mag. Das macht einem ja ein bisschen Sorgen manchmal. Nicht, dass die politische Lage in der Schweiz gerade nicht auch ein bisschen in diese Richtung gerutscht wäre. Egal. Jedenfalls hätten wir hier Aromat. Ja? Beliebtes Material, das Natriumglutamat enthält, was die Schweizer eben in großen Mengen konsumieren. Ebenfalls aus der Schweiz Fondue und Raclette-Gewürz. Besteht im Wesentlichen aus diversen Pfeffern und ist super, super lecker. Gibt es in der Mikro. Finde ich wirklich super lecker. Verwende ich inzwischen auch zu allem Möglichen, nicht nur zu Fondue oder Raclette. So, dann alibimäßig ein bisschen Trockengemüse. Ja, da gibt es ja diese Trockengemüsemixe. Wir hatten schon drüber gesprochen. Suppengrün, gefriergetrocknet. Das sind übrigens Sachen, die quasi keine Kalorien haben, deswegen schreibe ich die gar nicht groß auf. Also zum Beispiel jetzt hier dieses Trockengemüse. Oder man kann dann nachher so einen ganz groben Schätzwert angeben. Hier steht nicht mal drauf, wie viele Kalorien das haben soll, weil es quasi wirklich nichts ist. Nein, steht tatsächlich nicht drauf. Ist ja lustig. Gibt ja, wusste gar nicht, dass es noch Lebensmittel gibt, wo da gar nichts draufsteht. Zum Beispiel selbst auf Cola Zero steht ja drauf, dass sie null hat. Muss aber draufstehen, ist man gesetzlich verpflichtet. Hier wohl nicht. Wahrscheinlich, weil es halt echtes Gemüse ist. Auf einem Bündel Möhren aus dem Supermarkt steht ja auch nicht drauf, wie viele Kalorien die jetzt und so weiter und so fort haben. Aber das dürfte wirklich in Richtung 5 Kilokalorien oder sowas gehen. Und ich persönlich, also wenn man davon viel nimmt, dann ist natürlich ein bisschen mehr, ja. Aber da ich ja ein nicht großer Gemüsefan bin, nehme ich davon nur wenig und das langt mir dann auch schon. Das quillt ja auf. Das ist also schon auch was, was man dann merkt in der Konsistenz im Essen, aber je nach persönlicher Vorliebe, wie gesagt. Gramm oder so. Ja, dann haben wir jetzt allerdings auch wiederum ein bisschen was von dem Nudelzeug hier rausgenommen. Das heißt, das dürfte sich ziemlich genau ausgleichen. So, dann möchte ich gerne noch für ein bisschen Kalorien und was lecker ist, Backerbsen drin haben. Und zwar so ungefähr 20 Gramm vielleicht, ja, um mal ein bisschen Fett in die Kombination reinzubekommen. Ja, gut, das waren jetzt 22 Gramm und auch wieder so wenig. Die guten Sachen. Ich hätte wirklich mehr Nudeln rausnehmen sollen, ne? Ich habe das schon lange nicht mehr. Mit Ramen-Nudeln habe ich das auch gar nicht häufig. Ja? Meistens mit Couscous oder Kartoffelbrei oder solchen Späßen. Aber ja, gut. Also, zwar, sagen wir, es waren 20 Gramm. Man darf sich auch ein bisschen selber verarschen. Ne? Leidet keiner drunter, außer man selbst, beziehungsweise man schleppt halt pro Tag dann 10 Gramm mehr, als man geplant hatte. Das macht die Sau dann. Ja, kann man sich streiten. Backerbsen. Also sagen wir mal 500, dann sind bei 20 Gramm, ja, genau 100. Also 100 Kalorien, gibt es Eiweiß. Ja, tatsächlich 8,7. Das macht also etwa gerundet 2 Gramm mit dem, was wir eben nicht aufgeschrieben haben. Ne? Ich würde jetzt noch ein bisschen für den Geschmack hier noch so normale Zwiebeln, also einfach getrocknete Zwiebeln, hier von Edeka gut und günstig, bla blub und so weiter und so fort dazu tun. Die wiegen quasi nichts und das ist auch mehr aus geschmacklichen Gründen. Das heißt, das brauchen wir auch nicht aufschreiben. Kalorien haben die auch quasi keine. Ist einfach nur mal lecker. Ja. Und dann noch als energiebereichernde Komponente, falsch rum. Wenn ich sehe, ist es für euch falsch rum. Cashewkerne. Die kann man natürlich vorher noch klein schnibbeln, weil ganze Kerne da drin, wer das mag, ist auch okay. Ich würde sie noch ein kleines bisschen klein schnibbeln. Habe für diesen Zweck mein Schneidebrettchen.
parat. Und sind die schon offen? Nein, noch nicht. Jetzt sind sie offen. Mir da gerade so ein paar bislang schon, weil wir sind auch gewichtstechnisch, muss ich mal kurz so grobe Überschlagrechnung machen. Ja, grobe Überschlagrichtung ergibt, wir sind eigentlich schon drüber. Ich habe, wie gesagt, ja noch ein bisschen Nudel rausgenommen und ich nehme noch mal ein bisschen Nudel raus, damit es dann einigermaßen aufgeht. Und weil meine Waage dauernd ausgeht, bin ich jetzt halt leider gewichtstechnisch ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, sorry. Aber das Prinzip dürfte trotzdem klar sein. Ne? Ja, brauche noch ein Messer, nehmen wir den noch klein. Aha, so. Und weil es jetzt nicht super interessant ist, mir beim Kleinschnippeln von Nüssen zuzugucken, machen wir hier natürlich einen Schnitt. Und bin jetzt bei ca. 10 Gramm Nüssen definitiv am Limit angekommen, wenn ich nicht noch mehr Nudeln rausnehmen würde. Jetzt habe ich allerdings keine Lust, noch mehr Nudeln rauszunehmen und gehe einfach davon aus, ich hätte 250, 500 Gramm Nahrung pro Tag zur Verfügung und würde mir hier ein 250 Gramm Abendessen machen. Weil wenn ich mir ein 250 Gramm Abendessen mache, dann ist nämlich noch Platz für Soße. Denn ohne Soße ist das Leben fad und trist. Und deswegen brauchen wir jetzt noch abzüglich Verpackung etwa 35 Gramm Soße, dann können wir noch 10 Gramm Nüsse hinterher schmeißen. Ja, das ist jetzt so eine einfache Knorr-Tomatensoße, die man mit 250 Milliliter kochendem Wasser aufgießen soll. Erfahrungsgemäß ist sie dann ziemlich dünn. Ich persönlich nehme lieber 200 Milliliter. Und das Schöne ist jetzt, dass das hier ja auch noch quellen muss. Das heißt, Wasser muss da in jedem Fall dazu. Macht man hier jetzt nur heißes Wasser rein, ist das jetzt momentan noch eine relativ fade Angelegenheit, geschmacktechnisch, trotz dem Zeug. Und ja, das schmeckt nach nichts. Ne? Also ich brauche wirklich tatsächlich immer eine Soße und da sind solche Fertigsoßen oder alternativ Fertigsuppen. Wenn man da weniger Wasser dazu macht, sind die auch soßenförmig. Für mich eine echt gute Alternative. Und ja, dann würde ich insgesamt das Ganze mit etwa 300 Milliliter Wasser aufgießen. Das wird ja von den Nudeln noch aufgenommen. Und dann bleibt erfahrungsgemäß eigentlich eine brauchbare Soßenkonsistenz übrig. Ist im Zweifel immer zu wenig Wasser, ja. Nachgießen kann man immer wieder rauskippen, kann man nicht. Wenn man es dann einmal zu dünn hat, dann ist es halt dünn, dann hat man halt eher so eine Suppe. Wobei natürlich diese Ramen-Nudeln oder diese Nudel-Nudel-Gedöns, Instant-Nudel-Gedöns-Dinger, ist übrigens gar nicht so einfach, das hier rauszubekommen, schon gar nicht, wenn man nebenbei redet, die natürlich auch häufig als Suppe genossen werden. Ja? Ich mag das nicht, ich möchte gerne so eine Spaghetti-artige Soße haben und ein spaghettiartiges Gericht, sage ich jetzt mal, und nicht eine Suppe. Ne? So, das heißt, wir schmeißen das hier noch oben rein und dann gucken wir noch mal, ob das irgendwas zum Kalorienhaushalt beiträgt. Also sollte das Gericht, wie gesagt, jetzt leichter sein, müsste man halt noch mal ein paar Nudeln rausnehmen oder halt von vornherein weniger Nudeln reinmachen, nur weil ich halt wieder zu gierig. Ja? Ich will das also auch beim Wandern mal essen natürlich. Und da habe ich am meisten Hunger. Und es kommt hier ja jetzt natürlich nicht wirklich aufs Gewicht drauf an, sondern nur zum Beispiel. So, die haben, wenn es überhaupt noch auf der Packung draufsteht, ja doch tut es, doch immerhin pro Portion 64 Kilokalorien. Die können wir also oben drauf rechnen. Ja, das ist doch immerhin was. Da ist auch schon ein bisschen Salz drin. Das kann man auch bei der Salzmenge, die man in sein Essen reingibt, da natürlich auch nochmal so ein bisschen berücksichtigen, dass bestimmte Komponenten schon gesalzen sind. So, jetzt rühren wir das um. Ich würde die Nudelteile vielleicht nochmal ein bisschen kleiner machen, damit das einigermaßen kompakt ist. Und das kann man jetzt so wahlweise mit heißem Wasser aufgießen oder halt in eine Schüssel oder in eine Tüte. Und dann halt irgendwie mitnehmen. Ne? Das ist jetzt eine vergleichsweise großvolumige Mahlzeit. Da bräuchte man dann schon eher einen großen Rucksack, wenn man davon ein paar transportieren möchte.
Bin eigentlich überrascht, dass das so großvolumig geworden ist, aber der Fettanteil ist halt relativ niedrig und wir haben da schon ziemlich kohlenhydratlastige Mahlzeit. So, wie viele Kalorien sind denn das jetzt? Das rechne ich jetzt mal aus, pro 100 Gramm wohlgemerkt, und versuche auch nochmal grob auszurechnen, wie viel Gewicht das jetzt theoretisch sein sollte. Ich habe vergessen zu sagen, die Cashews sind bei 603 Kalorien auf 100 Gramm und 21 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Und weil das so toll ist, habe ich mich entschieden, jetzt doch, da das Ganze noch 10 Gramm vertragen kann, bis es dann halt wirklich für eine 500 Gramm Tagesrationsmenge angekommen wäre, habe ich mich entschieden, noch 10 Gramm Cashews zusätzlich noch reinzuschmeißen. Also, dass ihr es wisst. Aber jetzt rechne ich weiter. Rechnen. Und erstaunlicherweise ist es genau aufgegangen für eine, ja, es ist halt die Frage, ne? Wenn es eine 400 Gramm Tagesportion wäre. Im Idealfall schafft man ja mit 400 Gramm Futter pro Tag, also Provianteinheit, Tagesprovianteinheit, schafft man 2000 Kalorien. Ja? Im Idealfall. Da würden wir hiermit nicht hinkommen, weil das sind ja schon 250 Gramm Material, plus mir das ein kleines bisschen. Ne? Also ich. Das ist aber auch in der Praxis, ich meine Güte, man kann sich da, wer mag, kann auch wirklich eine richtige Wissenschaft daraus machen. Für mich reicht das über den forstlichen Daumen gepeilt, das ist grundsätzlich bei uns so. Und für mich landet diese Genauigkeit, also in der Praxis mache ich das auch immer so und probiere dann halt einfach mal ein bisschen rum. Wir haben auch ein paar Standardrezepte, ich wollte absichtlich was Neues zusammenmischen, aber die hat meine Frau parat, die habe nicht ich parat, und darum ist das jetzt geworden. Ob das schmeckt, dann machen wir noch, wie gesagt, noch ein kleines Bonus. Bonusfilmchen dazu, dass ich mir das mal draußen zubereite und mal teste, ob denn das schmeckt. Ich hätte da wahrscheinlich schon eine Idee, in was für einem Rahmen ich das möglicherweise probiere. Aber ja, für eine 400 Gramm Tagesportion ist das zu lasch. Warum? Der Fettanteil ist zu niedrig. Wir haben da jetzt kaum, außer Röstzwiebeln und Cashews, kaum was drin, was so richtig Fett hat, um dann auch eben für eine vernünftige Kalorienmenge zu sorgen. Was man natürlich noch hätte tun können, ist hiervon noch einen Haufen reinzupacken, dann wäre auch noch die Eiweißsituation noch mal ein bisschen besser. Würde ich das also jetzt optimieren wollen, dann würde ich die Portion so nehmen, wie sie ist, weil es ist ja Quatsch, wenn ich jetzt hier noch 17.000 kleinteilig Nudeln rausnehme. Blödsinn, ne? Aber bei einer weiteren Portion im Versuch, das hier zu rekonstruieren, und deswegen schreibe ich mir das ja auch auf, damit ich sowas auch rekonstruieren kann, wenn ich dann draußen feststelle, dass es besonders lecker ist, dann würde ich wahrscheinlich einfach noch deutlich mehr geriebenen Hartkäse statt Nudeln reingeben, also die Nudelmenge reduzieren, geriebenen Hartkäse erhöhen. Grundsätzlich ist es ja immer so, bei der Anpassung dieser Rezepte, wenn man es sich dann schön aufgeschrieben hat, kann man das, was am wenigsten Kalorien hat von den ganzen Sachen, die drin sind, jetzt außer vielleicht Gewürze, reduzieren und mit was ergänzen, was eben besonders viel Kalorien hat, um dann bei gleichem Gewicht, also nehmen wir an, wir nehmen 10 Gramm Nudeln raus und schmeißen 10 Gramm Käse rein. Die Nudeln sind so bei im Schnitt runden 400 grob, ganz grob Kilokalorien, und der Käse ist bei 500. Ja, das heißt, da hätten wir einfach, wenn wir da 10 Gramm von den Nudeln rausnehmen, 40 Kalorien rausgenommen, und wenn wir 10 Gramm vom Käse reinschmeißen, 100 Kalorien, 50 Kalorien reingeschmissen, immer plus 10 Kalorien, macht die Sau jetzt nicht fett, aber wenn du 20 Gramm Nudeln rausnimmst und 20 Gramm Käse, und ihr könnt selber rechnen, ne? Never do math in front of camera, wie die Amerikaner sagen. Maths. Heißt das so? Ach man, ja, ich sollte auch nicht Englisch sprechen in front of Kamera. Gut, jedenfalls habe ich das jetzt durchgerechnet, und diese Portion hier hat 949 Kilokalorien. Das ist halt schon auch eine Menge Essen, ne? Also das muss man erstmal als eine Portion vertilgen. Aber andererseits, nach einem langen Trekking-Tourentag, wo du, sagen wir mal, 7 Stunden rumgelaufen bist, also ich krieg das dann schon gegessen und freue mich auch, dass ich dann so viel habe. Ne? In einem 500 Gramm pro Tag Szenario, und darauf ist die Portionsgröße ja jetzt ausgelegt, würde das bedeuten, dass wir zum Abendessen jetzt eben
949 Kalorien hatten. Wir wollen, das sollte man dann schon haben, wenn man schon 500 Gramm mit sich herumträgt, an Proviant auf insgesamt 2500 Kilokalorien für den ganzen Tag kommen. Das bedeutet, das ist jetzt quasi nicht ganz die Hälfte von dem, was wir insgesamt am Tag an Kalorien zu uns nehmen wollen, aber es ist die Hälfte vom Gewicht. Bedeutet, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir ein außerordentlich effizientes Frühstück und einen außerordentlich effizienten Trail-Snack. Oder uns fehlt definitiv Fett bei unserem Abendessen. Ja, und darauf läuft es hinaus. Das haben wir hier auf eine Gesamtkaloriendichte von, ich muss nochmal rechnen, gerade mal 380 Kilokalorien pro 100 Gramm kommen. Und das langt halt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das gut schmeckt. Ja? Könnte ich mir echt vorstellen. Und niemand hält einen davon ab ins fertige Gericht. Da müsste es natürlich noch ein bisschen leichter sein, dass man das wieder gegenrechnen kann. Dann halt noch ein bisschen Öl reinzuschmeißen. Also nehmen wir an, wir machen dieses Gericht jetzt leichter. Wir sagen, wir machen da jetzt nur 230 Gramm. Und rechnen uns 20 Gramm Öl dazu, die wir da am Anschluss noch reinkippen. Oder ein paar Päckchen hiervon von mir aus. Dann sähe die Sache schon wieder ganz anders aus, weil Öl ist bei 800-900, je nach Öl, Kalorien pro 100 Gramm. Und 20 Gramm Öl sind dann halt auch schon wieder mindestens 150 Kalorien extra, ja, für 20 Gramm. Und das ist natürlich sensationell. Und so muss man dann halt überlegen, wie man dann die Gerichte noch besser auf die Kalorienmenge kriegt, die man haben möchte. Eiweißanteil ist okay, da sind 22 Gramm. Da Eiweiß erheblich leichter, also für die gesamte Mahlzeit, jetzt habe ich ausgerechnet. Eiweiß ist super einfach beim Frühstück aufzunehmen, weil es halt diese High Protein, hatten wir drüber geredet im zweiten Teil dieser Reihe, High Protein, Grießpreis und so weiter und so fort gibt. Oder man einfach viele Nüsse ins Müsli macht, Nüsse, die halt eben proteinreich sind, ist im Frühstück eigentlich der Proteinanteil einfach hoch zu bekommen, im Abendessen eher schwierig. Und besonders einfach ist ein vergleichsweise hoher Proteinanteil zur Gesamtmenge, die man futtert, im Mittagessen, wenn man dann noch Proteinriegel, Proteinshake von mir aus, also in Pulverform mit Wasser auffüllen in der Landschaft, ne? Oder sonst irgendwas als Mittagessen konsumiert, was halt eben noch einen hohen Anteil, Eiweißanteil enthält, Wurst, ja? Salami, ne? Richtig schön ordentlich fette und proteinreiche Salami, da ist der Proteinanteil auch ganz schnell durch die Decke, oder ein Stück Käse, wenn man wirklich noch ein richtiges Stück Käse dabei hat, auch da Proteinanteil halt sehr schnell durch die Decke. Man kann auch einfach am Stück ein Stück Parmesan mitnehmen, ne? Da sind wir, wie wir gerade gelernt haben, bei 50% Eiweißanteil in so einem Hartkäse, da ist Parmesan oder irgendwas anderes in die Richtung, keine Ausnahme. Ne? Die haben alle sowas um den Dreh, plus minus. Und dann wäre der Eiweißanteil also bei dieser Mahlzeit eigentlich ganz okay. Auch man könnte den jetzt auch noch ein bisschen vergrößern, insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel statt Backerbsen Hartkäse genommen hätte, wäre der Proteinanteil gleich nochmal deutlich höher. Ja? Weil das Zeug haut halt rein, was den Proteinanteil angeht. Also das sind so Anpassungsmöglichkeiten und man muss dann wirklich rumprobieren, wirklich so ein bisschen ausgleichen mit der Waage, rumexperimentieren, wie kriege ich jetzt die optimale Mahlzeit hin und hinterher bitte wirklich das Rezept notiert haben. Das sieht irgendwie doof aus, wenn ein Telefon im Bild liegt. Ich versuche ja, diesen Dinger aus dem Weg zu gehen, diesen blöden Smartphones in meinem Leben. Aber hin und wieder, es hat halt einen Taschenrechner. Wer hat denn heutzutage noch einen normalen Taschenrechner rumliegen? Also meine Frau, aber das ist ihre. Wenn ich in den glaube, kriege ich Ärger. Zumal sie damit umgehen kann. Im Gegensatz zu mir. Das ist schon so ein High-End, super mathematisches Ding mit Symbolen, von denen ich vergessen habe, was sie bedeuten, und Symbolen, von denen ich nie wusste, was sie bedeuten. Ja, aber darauf läuft es hinaus. Ich glaube, die Botschaft ist hoffentlich einigermaßen klar geworden. Probiert es aus, überlegt es euch, macht euch eine schöne Tabelle. Ich würde eine schöne Tabelle vormachen, aber dafür sind meine Tabellen einfach zu hässlich. Und damit haben wir es. Ne? Also so mache ich das jedenfalls. So funktioniert das bisher eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, Portionsgröße ist jetzt schon arg übertrieben. Also für eine wirkliche Tour, wo es so richtig ans Eingemachte geht, wäre das übertrieben, wo man wirklich Gewicht sparen möchte. Aber für eine kurze Trekkingtour, jetzt das sagen wir mal 5 Tage, das ist ja schon vergleichsweise kurz, da würde ich, glaube ich, Portionen dieser Größe durchaus mitnehmen wollen. Ja.
wenn es halt wirklich mal 10 Tage sein soll. Das längste, was ich mal gemacht habe, waren 13. Und ich hatte noch eine 14. Ration dabei, für den Fall, dass es halt eben ein bisschen länger dauert und so weiter. Das heißt, ich habe für 2 Wochen tatsächlich mal Nahrung mitgeschleppt und das waren aber deutlich kleinere Portionen als das, was jetzt hier in dieser Schüssel drin ist. Okay, plus, das hatten wir auch im zweiten Teil ja angesprochen, noch 2, 3 kleine Tütenfutter und ein ganz kleines bisschen eiserne Reserve. Also zum Beispiel sowas wie Energy 5, Converse 7 Riegel, irgendwie sowas in die Richtung. Also das habe ich aber nicht mitgerechnet, sondern als normale Ausrüstung sozusagen gerechnet, wie Zelt, wie Kocher oder sonst wie, weil es ja gar nicht vorgesehen war, das tatsächlich zu konsumieren, sondern es mehr so als Notproviant gedacht war. Ich habe die Riegel auch wirklich wieder mit nach Hause gebracht, lediglich die Suppen habe ich unterwegs gegessen, aber ja, so eine Tütensuppe hat 50 Gramm oder sowas in den Dreh. Gut, das wär's. Ja, wer jetzt noch Fragen sind, schreibt sie gerne in die Kommentare. Sonstige persönliche Anmerkungen und persönliche Favoriten, was man da jetzt noch hätte ranschmeißen können, was gut schmeckt, bitte gerne. Ja, natürlich ein höherer Gemüseanteil, wer das mag. Ich bin ja wirklich nicht der Gemüsefan. Dass ich überhaupt Gemüse dran gemacht habe, ist auch mehr für die Kamera. Mit Zwiebel allein wäre ich eigentlich auch schon glücklich gewesen. Gut, aber vielleicht hätte ich noch ein bisschen Petersilie, getrocknete Petersilie oder sowas dran gemacht, wenn ich jetzt nichts anderes Gemüsemäßiges drin hätte. So, aber jetzt wirklich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß beim Ausprobieren, Rumexperimentieren, Rechnen. Es macht Spaß. Ach, apropos Haltbarkeit. Wenn wir hier nur so Trockenzeug reinfüllen, dann hält das für eine Trekkingtour problemlos und man kann sich auch 1-2 Wochen vor Abflug, Abfahrt, Abmarsch, je nachdem, wo das Ziel oder wo es losgeht, kann man sich das auch schon 2 Wochen vorher zusammen mixen und das hält problemlos dann nochmal 2-3 Wochen auf Tour, bevor da irgendwas verdirbt. Da ist ja nichts wirklich Verderbliches drin. Trotzdem sollte man es dann halt irgendwann auch in eine luftdicht verschließbare Tüte füllen, einfach zur Sicherheit und auch einfach feuchtigkeitsgeschützt natürlich das Ganze transportieren. Ich hatte euch ja diese bioabbaubaren Komposttüten in Anführungszeichen gezeigt. Das wäre eine Option, ansonsten einfach eine stinknormale Tupper-Tüte. Ne? Ziplock halte ich für nicht so gut, also wirklich nur eine einfache Tüte ohne Ziplock, die man oben zuknotet oder sonst irgendwie zumacht, weil Ziplock hat halt den Nachteil, dass du den Ziplock-Verschluss auch tragen musst. Und der ist nie so haltbar wie ein Knoten in eine einfache Tüte ohne Ziplock. Und die 2 Minuten, um den Knoten wieder aufzuknoten, oder wer 2 Minuten braucht, um Knoten aufzuknoten, ist aber auch Knotenlegastheniker. Ne? Die kurze Zeit, die es braucht, den Knoten wieder aufzuknoten, das kann man sich ja vom Abendessen dann auch durchaus gönnen. So, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal und jetzt sage ich wirklich Tschüss, bevor mir noch was einfällt. Macht's gut.